Rentenkürzung droht, wenn ich nach dem Vorruhestand nicht in Rente gehe, sondern mich arbeitslos melde. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Mein Arbeitgeber zahlt mir Vorruhestandsgeld bis zur Vollendung meines 63. Lebensjahres. Bis dahin habe ich auch meine 45 Jahre Wartezeit erreicht. Im Vorruhestandsvertrag ist geregelt, dass ich nach Ende der Vorruhestandszeit in die Rente gehen muss. Ich müsste dann gut 12% Abschlag in meiner vorgezogenen Altersrente hinnehmen. Ich will daher die Rente nicht in Anspruch nehmen, sondern nach der Vorruhestandsregelung einfach, auch mit Sperrzeit, dann Arbeitslosengeld 1 bis zum Beginn meiner abschlagsfreien Rente überbrücken. So mein Plan. Ich sage, kein guter Plan. Denn nach § 3 Satz 1 Ziffer 4 Sozialgesetzbuch Nr. 6 sind Personen in der gesetzlichen Rente versicherungspflichtig, wenn sie Vorruhestandsgeld beziehen und vor Beginn dieser Vorruhestandsleistung versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rente waren. Und der Bezug von Vorruhestandsgeld als rentenversicherungspflichtiges Einkommen und damit auch als mögliche anrechenbare Wartezeit auf die 45 Jahre ist an enge Voraussetzungen geknüpft. Das heißt, Sie müssen vor dem Vorruhestand muss eine Rentenversicherungspflicht bestanden haben. In der Vorruhestandsvereinbarung muss klar und eindeutig darauf hingewiesen werden, dass das endgültige Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Erwerbsleben nach Ende dieser Vorruhestandsregelung vereinbart ist. Die Parteien müssen sich einig sein, dass das bisherige Arbeitsverhältnis beendet wird und danach kein neues, auch nicht bei einem anderen Arbeitgeber aufgenommen wird. Geringfügige Beschäftigungen sind davon ausgeschlossen. Das bedeutet, dass die Zeit als versicherungspflichtiges Vorruhestandsgeld, rentenrechtliche Versicherungszeit, in der Rente immer dann wegfällt, wenn der Arbeitnehmer entgegen der Vereinbarung einen neuen SV-pflichtigen Job annimmt oder sich arbeitslos meldet. Die Konsequenz wäre, dass die Rentenversicherung rückwirkend für den Bezug des Vorruhestandsgeldes die Pflichtversicherung aberkennt und somit auch die Anrechenbarkeit der Verdienste als Beitragszeiten zur Rente. Damit mindern Sie, also wenn Sie sowas machen würden und sich entgegen Ihrer Vereinbarung dann zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit melden nach dem Vorruhestand, damit mindern Sie sogar Ihre eigenen Rentenansprüche, weil die Beitragsleistungen, die an sich über das Vorruhestandsgeld in die Rentenkasse eingezahlt worden sind, dann nicht mehr für die Rentenhöhe, für die spätere Rente mitberechnet werden. Es sind keine Beitragszeiten mehr da. Die werden rückwirkend aberkannt. Alle Versicherten, die vorhaben, eine solche Vorruhestandsregelung abzuschließen, die sollten sich vorher gut beraten lassen und vor allen Dingen auch über die Folgen der Vorruhestandsregelung sich beraten lassen. Und bitte verwechseln Sie nicht Vorruhestand mit Altersteilzeit oder mit Abfindungsregelung, mit ratierlichen Abfindungsregelungen, wo Sie also sozusagen zu Hause bleiben und vom Arbeitgeber aufgrund einer Abfindungsregelung monatlich noch Geld bekommen. Der Vorruhestand ist etwas völlig anderes als die Altersteilzeit oder eine solche ratierliche Abfindungsregelung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.